hebt eine Kraft F einen Körper mit Masse M bis zur Höhe H, so ist die verrichtete Arbeit W als potenzielle Lageenergie E-Index B in dem Körper gespeichert, wenn der Einfluss des Luftwiderstands vernachlässigt wird. Wir wissen, die verrichtete Arbeit ist gleich zur Kraft mal Distanz. Die Distanz ist hier diese Höhe H. Wir wissen ebenfalls, dass die Kraft, die anzuwenden ist, der Gewichtskraft groß G genau entgegenwirkt. Die Stärken dieser zwei Kräfte sind also gleich. Und diese Gewichtskraft groß G wird berechnet durch die Masse M mal die Fallbeschleunigung klein g. Aus diesen zwei Formeln schließen wir, dass die verrichtete Arbeit gleich ist zu M mal G mal H. Also die potenzielle Lageenergie E Index P wird berechnet durch M mal G mal H. Ein konkretes Beispiel, wo potenzielle Lageenergie genutzt wird, in einem Staudamm. Hier nutzt man die Lageenergie dieses Wassers, das sich auf einer gewissen Höhe H befindet. Da EP gleich MGH ist, muss die Einheit dieser potenziellen Energie gleich sein zu Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde mal Meter. Das Grundgesetz der Dynamik lautet F gleich M mal A. Daraus schließen wir, dass die Einheit einer Kraft, das heißt Newton, gleich ist zu Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. Also können wir hier Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde ersetzen durch Newton. Und somit sehen wir, dass die Einheit einer potenziellen Lageenergie gleich Newton mal Meter ist, das heißt Joule. Beschleunigt eine konstante Kraft F eine Masse M bis zu einer Geschwindigkeit V, so ist die verrichtete Arbeit W als kinetische Energie E Index K in dem Körper gespeichert. Wir wissen, dass eine Arbeit berechnet wird durch Kraft mal Weg, also hier F mal D. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir F gleich M mal A. Also können wir hier das F durch M mal A ersetzen. Somit berechnet sich die Arbeit durch M mal A mal D. Wir wissen durch die Formeln der Kinematik, dass D gleich ist zu A mal T Quadrat halbe. Also können wir hier D durch diesen Bruch ersetzen. Ist gemacht. Dieses A multipliziert dieses A und somit können wir dieses Produkt in diese Form schreiben, M mal das Quadrat von A mal T geteilt durch 2. Warum machen wir das so? Weil wir wissen, dass A mal T gleich V ist. Das ist eine Formel der Kinematik. Und somit können wir die verrichtete Arbeit berechnen durch M mal V Quadrat geteilt durch 2. Und genau diese Formel bestimmt die kinetische Energie, die wir berechnen wollten. Ein schönes Beispiel dazu ist, die kinetische Energie des Hammers verrichtet hier Arbeit und senkt diesen Nagel in dieses Brett hinein. Da die kinetische Energie berechnet wird durch m mal v Quadrat halbe, ist die Einheit der kinetischen Energie gleich zu Kilogramm mal Meter pro Sekunde im Quadrat.
Die 2 im Nenner hat keine Einheit, das ist einfach die Zahl 2. Somit wissen wir also, dass die Einheit der kinetischen Energie gleich zu Kilogramm mal Meter pro Sekunde im Quadrat ist, also Kilogramm mal Meter Quadrat geteilt durch Sekunde Quadrat. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass F gleich M mal A ist, also puncto Einheiten Newton gleich Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. So. Und deshalb schreiben wir dieses Produkt in diese Form, denn so sehen wir hier Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde und genau dieses Produkt ist gleich zu Newton. Somit finden wir also, dass eine kinetische Energie ausgedrückt wird in Newton mal Meter. Und Newton mal Meter, das ist Joule. Springt dieses Mädchen von hier oben Richtung Trampolin, so verwandelt ihre potenzielle Lageenergie sich mit und mit in kinetischer Energie. Auf dem Trampolin angekommen, verwandelt diese kinetische Energie sich in Spannenergie des Trampolins. Das Trampolin schickt also das Mädchen zurück nach oben und so verwandelt diese Spannenergie sich in kinetischer Energie und auch teilweise in potenzieller Energie, bis das Mädchen den höchsten Punkt erreicht hat, wo sie wieder nur potenzielle Energie enthält. Das Erhaltungsprinzip mechanischer Energie besagt, ohne Energieaustausch mit der Umwelt ist die mechanische Energie E, das heißt die gesamte potenzielle Energie plus die gesamte kinetische Energie eines Systems, konstant.